Meinung A. Minimalismus bedeutet für mich Freiheit. Man braucht weniger, kauft weniger und hat dadurch mehr Zeit und Geld für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ich fühle mich durch den Verzicht auf überflüssige Dinge freier und glücklicher. Thomas Schmidt, 28 Jahre, Grafikdesigner. Meinung B. Ich kann den Hype um Minimalismus nicht verstehen. Für mich bedeutet Glück, mich mit schönen Dingen zu umgeben, die mir Freude bereiten. Ich fühle mich in einer gemütlichen, persönlich eingerichteten Wohnung wohler als in einer minimalistischen, fast leeren Wohnung. Lisa Müller, 35 Jahre, Lehrerin. Beispiel. A. Hallo B. Ich habe kürzlich einen interessanten Blogpost über Minimalismus gelesen. Es wurde argumentiert, dass ein einfacherer Lebensstil der Schlüssel zum Glück sein könnte. Was hältst du davon? B. Interessant. A. Ich habe auch etwas darüber gelesen, aber meine Quelle hatte eine andere Meinung. Sie argumentierte, dass Glück darin besteht, sich mit schönen Dingen zu umgeben, die Freude bereiten. A. Das ist ein interessanter Standpunkt. Aber ich denke, dass Minimalismus nicht unbedingt bedeutet, auf schöne Dinge zu verzichten. Es geht eher darum, bewusst zu entscheiden, was wirklich wichtig ist und was nicht. B. Das verstehe ich. A. Aber für mich ist es wichtig, mich in meiner Umgebung wohlzufühlen. Und dazu gehören auch Dinge, die vielleicht nicht unbedingt notwendig sind, aber mir Freude bereiten. A. Das kann ich nachvollziehen. B. Aber ich glaube, dass Minimalismus auch zu mehr Freiheit führen kann. Man ist weniger abhängig von materiellen Dingen und hat mehr Zeit und Geld für andere Dinge. B. Das ist ein guter Punkt. A. Aber ich glaube, jeder Mensch ist anders und was für den einen funktioniert, muss nicht unbedingt für den anderen funktionieren. A. Da hast du recht. B. Jeder sollte den Lebensstil wählen, der ihn am glücklichsten macht. Ich denke, es ist wichtig, eine Balance zu finden und bewusst zu entscheiden, was man wirklich braucht und was nicht. B. Das sehe ich genauso. A. Es ist wichtig, einen Lebensstil zu finden, der zu einem passt und einen glücklich macht.